Leute, willkommen zurück bei Project Zero 4. Im letzten Part haben wir diese Musiknoten gefunden im geheimen Zimmer bei Ayaka. Und wir gehen jetzt einmal die abspielen. Und wir haben auch von dieser einen Patientin erfahren, die gestorben ist, die sich umgebracht hat, nachdem sie ihre Erinnerung wiedererlangt hat. Ja, ist das wirklich gut, dass wenn Ruka ihre Erinnerung wiedererlangt? Und schon wieder sind. Ach du Scheiße! Was ist denn das für eine Frau, ey? Ich habe mich jetzt so nicht erschreckt. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass hier schon wieder, aber ich habe mir gedacht, da kommt wieder der Typ wieder, wo es letztes Mal aufgestanden ist. Aber die Frau, habt ihr die gesehen? Die hat ausgeschaut wie so eine trauernde Witwe oder so. Einfach eine trauernde Frau. Weil sie war schwarz angezogen und hatte so einen Trauerschleier. So ein Trauerschleier vom Gesicht. Okay, gut. Jetzt kommt einer meiner Hassteile in diesem Spiel. Ich hasse Klavierspielen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Naja. Noch ist es nicht so schlimm. Klavierspielen. Mal schauen. Hier noch irgendwo ein Item vielleicht. Nein! Klavier spielen! Ich muss mich zurücklehnen dafür. Diese Noten scheinen als. Sehen so aus wie ein Lied. Wie dieses muss. Ja, wir müssen das jetzt nachspielen. Mit der Wii-Verbindung. Ja, ich muss den A-Knopf drücken, wenn die Taste aufleuchtet. Zum Glück muss ich es mir nicht merken. Das wäre nämlich noch schwerer. Das Timing ist wirklich wichtig, ja. Okay, dann fangen wir an. Nein, diese Song ist anders. Als ich jung war, habe ich ihn geübt. Okay. Dieser Song, ich habe ihn schon mal gehört. Aber ich muss sagen, der Song ist wirklich schön. Ja, ich habe immer den Lift genommen. Den Lift hat sie genommen, also gehen wir zum Lift. Ja, also ich werde hier einfach das dazu gemacht sagen, wenn ich ihn finde. Normal würde ich ihn finden, normal ist er auf dem Original Soundtrack, auf der Ost drauf. Da ist der Lift. Ich habe Angst vorm Lift. Scheiße! Die alte! Gehende schwarze Frau. Weg ist sie. Da liegt was. Da liegt was! Was haben wir denn hier? Roter Kristall! Ah, die haben was verloren. Das heben wir natürlich auf. Was haben wir hier? Wir haben hier der verlorene Brief von der schwarzen Frau. In letzter Zeit kann ich dieses Gefühl nicht loswerden. Damals, als ich es dir gesagt habe, als ich dir meine Gefühle das erste Mal gestanden habe, du hast mich abgelehnt, aber du hast gelächelt und hast angefangen ein bisschen zu lachen. Ich wollte immer dein Lächeln sehen, so wie damals. Sollen wir heute wieder mal zusammen hingehen? Ja.
mach das, wenn es dir Spaß macht. Ja, was will ich eigentlich? Speichern mir egal. Einfach. Einfach so, ich will speichern. Weil ich Schiss habe. Ja, ich habe immer Schiss. Aber trotzdem spiele ich! Denn das Spiel ist geil. Boah. Das Spiel ist einfach zu imbar. Ja, imbar. Okay, schauen wir nochmal hin. Ich will noch was nachschauen. Haben wir blaue Kristalle? Nein, haben wir nicht. Als nächstes werde ich die Power versuchen zu haben. Okay, nicht so wichtig. Nein, auch nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Power, Speed und Reload, das sind die wichtigen Sachen. Als nächstes werde ich versuchen, 30 für Power zusammen zu bekommen. Interessiert mich nicht, diese Linse. Wirklich. Die ist eigentlich nicht. Ja, ich weiß nicht. Fotos sind in der Lade. Was? Egal. All diese Fotos sind verschwommen. Das ist unmöglich zu wissen, was fotografiert wurde. Ja, ist es. Nehmen wir den Lift! Es sieht so aus, als gäbe es keinen Strom. Anleitung für den Lift. Der Lift fährt vom Erdgeschoss bis zum dritten Stock. Um zu einem dritten Stock zu kommen, ist ein Schlüssel notwendig. Bitte kontaktiere das Management für den Schlüssel. Der Strom des Lifts kann im Kontrollraum, ich nenne jetzt einfach Kontrollraum, der Stromraum, keine Ahnung, egal, scheiß drauf, im Keller aktiviert werden. Die Aktivierungsnummer des Hauptenergie-Dingsbumses, ja, Dingsbumses, ist 23. Wenn die Strom ausfällt, kontaktieren Sie bitte den Pulkerboom für Reparaturen. Ja. Was? Warum habe ich zu der Karte Text? Kroge zu Hall ist ein mentales Hospital oder Krankenhaus, das für das Heiberer Spital, für die Heiberer Krankenhaus gebaut wurde. Das Erdgeschoss wurde designt, um willkommen und umso willkommen und natürlich wie möglich für die von außerhalb der Insel kommen, auszusehen. In Roge zu holen, wurde jedes Zimmer nach dem Mond nach dem Mond der alten japanischen, des alten Stiles, des japanischen Jahreszeiten genannt. Zum Beispiel Zimmer Nummer 101, Eingangshalle, Mutsuki. Tsuki heißt Mond. Mehr weiß ich auch nicht. Raum 102. Esszimmer, also Speisehalle oder Speisezimmer. Regezu, Gezu ist glaube ich Vollmond, wenn ich mich täusche. Ja, Vollmond. Und für das Unique, also für das sonderbare Aso Museum, war es das Zimmer, in dem Dr. Aso geblieben ist, als er nach Roge zu Island gekommen ist. Das Zimmer wurde renoviert als ein spezielles für spezielle Ausstellungen. Bitte erzählen Sie den
Besuchern bei der Rezeption, dass kein Eintrittsgeld verlangt wird. Der Wassermoon-Pool im Hof, ja, und der Mondblumengarten sind ebenso für alle offen, aber nur von Juli bis Oktober. Für die Angestellte, Roge zu Hall Keller, wichtige Notiz, es ist streng verboten, irgendwelche Räume außer dem Breaker Room und des Reservoirs zu betreten. Ja, werden wir später herausfinden, warum. Ja, Leute. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch genug Zeit, um den Strom hoffentlich einzuschalten. Ach du Scheiße, schon wieder die schwarze. Schwarze Frau, die den Rollstuhl schiebt. Ja, interessanter Name. Es laggt, egal. Ich mach trotzdem weiter. Solange keine Geister da sind, ja, na klar, ja. Zu. Tür ist zu, ja. Da geht's aber runter. Was haben wir hier? Ist irgendwas? Nö. Okay, dann verfolgen wir den Geist. Ein Geist. Geist, Geist, Geist. Ja. Und ich weiß auch noch, wo es hingeht. Nein, nicht da lang. Geradeaus weiter. Open the door. Luca. Da ist es schon wieder. Und Foto. Verdammt, kein Foto, egal, verfolgen wir sie, aber, mal schauen, hier ist noch irgendwas, ich denke hier, ja, ich hatte recht, Typ 61 Film, kann ich später kaufen, also nutzlos, sonst noch irgendwas, nö, und dann würde ich sagen, hier, vor dieser Tür mache ich Schluss. Und es geht im nächsten Part wieder weiter. Dann verfolgen wir diese schwarze Frau und die Rollstuhl und das Rollstuhlmädchen weiter. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Bis dann, Leute. Ciao.